Juventus zu lieben macht offenbar ernst im Werben um Emre Can vom FC Liverpool. Nach Informationen von Sky Italia befinden sich die Italiener schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Deutschen. Cans Vertrag bei Liverpool läuft am Saisonende aus. Daher darf er nun mit weniger als 6 Monaten Laufzeit einen Vorvertrag mit anderen Clubs für den Sommer unterzeichnen. Ein Wechsel schon im Winter sei aber für Can kein Thema, heißt es im Bericht. Der FC Schalke 04 hofft weiter auf den Verbleib des von Bayern München umworbenen Nationalspielers Leon Goretzka. Für mich ist maßgebend, was Leon und was sein Berater Jörg Neubauer sagt. Ich hatte nochmal ein sehr, sehr langes und ausführliches Gespräch mit den alles entscheidenden Fragen, sagte Sportvorstand Christian Heidel bei Sky. Demnach könne sich Goretzka durchaus einen Verbleib bei Königsblau vorstellen. Der Vertrag des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus. Goretzka ist dann ablösefrei. Die Schalker würden den Kontrakt gerne verlängern. Der Wechsel von Liverpools Philippe Coutinho zum FC Barcelona ist wohl nur noch Formsache. Die Reds sind schon auf der Suche nach einem Nachfolger. Wie der Mirror schreibt, soll Thomas Lemar von der AS Monaco der Wunschkandidat sein. Dem Bericht zufolge sollen die Liverpool-Verantwortlichen bereits Kontakt mit Monaco aufgenommen haben. Aber auch Manchester United, der FC Chelsea und der FC Arsenal sind am Mittelfeldspieler dran. Die Gunners hatten am Deadline Day im Sommer versucht, den 22-Jährigen nach London zu holen und blitzten mit einem 90-Millionen-Angebot ab.